Ach, und das Letzte, ich feiere es. Heyo Leute, willkommen zu meinem neuen Video. Heute machen wir das Video, es gibt zwei Arten von Menschen. Welche bist du? Hä? Gut Deutsch, wir kriegen jetzt ein paar Bilder eingeblendet, wo es verschiedene Situationen gibt, wo man zwei Möglichkeiten hat auszuwählen. Wir wählen jetzt aus und gucken dann mal, wie viele andere Menschen auch so sind wie wir. Wie immer könnt ihr das Ganze natürlich gerne mitmachen, auch gerne in den Kommentaren. Ich würde sagen, viel Spaß beim Video. So wie immer bei all diesen Dingen sitze ich natürlich jetzt ein bisschen weiter hier, um euch hier die ganzen Sachen einzublenden. Das ist Situation Nummer 1. Ja, wir haben hier natürlich zwei verschiedene Wecker. Auf dem einen Handy nur eine Weckerzeit gestellt ist und auf der anderen mehrere. Ja, jetzt muss ich sagen, ganz ehrlich, ich stelle mir zwar nur einen Wecker, aber ich vergewaltige die Stummeltaste. Es kann sein, dass der Wecker um 7 Uhr hier gestellt ist und dann stehe ich trotzdem erst um 10 Uhr auf oder was, weil ich die Stummeltaste so oft drücke wie fast kein anderer. Aber ich stelle mir nur einen einzigen Wecker. Also das linke. Das ist relativ ausgeglichen, aber die meisten stellen sich mehrere Wecker. Okay. Dann kommen wir zum nächsten. Ja, die meisten werden sich jetzt fragen, was ist das? Das ist ein Buch, weil die es nicht mehr kennen sollten. Ich weiß, die meisten lesen nicht mehr. Ich lese eigentlich ganz gerne, mittlerweile gut. Ist auch weniger geworden, muss ich sagen. Aber wenn ich gelesen habe, dann habe ich nach Möglichkeit ein Lesezeichen benutzt. Ich finde es doof, so eine Seite umzuklappen, dann sieht das Buch am Ende auch scheiße aus. Also wenn man Lesezeichen hat, ist das Problem, dass manche keins haben. Definitiv! Dann nutze ich das auch. Machen auch die meisten, die wenigsten tun eine Seite umklappen. Das nächste, Schokolade essen. Ja, macht ihr euch da ein Stück ab oder beißt ihr da einfach rein und dann sieht es halt nicht mehr förmig aus, aber ist ja trotzdem Schokolade gegessen. Ich muss sagen, das stört mich auch, wenn man da so reinbeißt. Ich mache mir immer Stücke ab oder so einen ganzen Riegel eben. Also reinbeißen einfach, nee, finde ich nicht schön. Ganz deutlich, das machen die meisten, also die wenigsten beißen da einfach rein. Ich meine, wozu sind diese Stücke sonst gemacht? So, das nächste im Asia-Restaurant. Benutzt ihr da die Stäbchen oder benutzt ihr eine Gabel? Erstmal, ich esse nicht gern asiatisch. Absolut nicht. Deswegen, wenn jetzt wirklich mir Sushi hier aufgetischt wird, kann ich nicht sagen, wie ich es essen würde. Aber wahrscheinlich, weil ich ein Tollpatsch bin und total unfähig. Wahrscheinlich sind deine Eltern nicht zufrieden mit dir. Würde ich mit der Gabel essen. Ich würde es zwar auch mal mit den Stäbchen probieren. Und falls es funktioniert, würde ich es auch weiter mit den Stäbchen machen. Aber ich kann nicht sagen, dass es wirklich funktioniert. Deswegen nehme ich jetzt die Gabel. Und da bin ich in der Minderheit. Die meisten essen mit Stäbchen. Wie gesagt, ich würde es auch probieren. Wenn es funktionieren würde, würde ich es dann auch machen. Wie sieht euer Browser aus? Habt ihr da nur das ganz normale Browserfeld? Oder habt ihr 20 verschiedene Suchmaschinen und ähnliches, was da auch neu ist? Nö. Ich hasse es, wenn da so viele verschiedene Plugins sind und... Nee, mag ich gar nicht gerne. Also ich habe hier das linke, weil einfach... Es sieht einfach nicht schön aus, wenn da 20 Plugins darunter sind. Nee, haben auch die meisten noch sehr deutlich hier. Und das finde ich jetzt relativ spannend, denn hier haben wir verschiedene Apps. Seid ihr die Menschen, die Sachen ungelesen die ganze Zeit lassen? Oder lest ihr sie sofort immer? Ich bin ein Mensch, ich kann es nicht haben, wenn da eine Zahl steht. Das Dumme ist, bei mir ist irgendwie der WhatsApp irgendwie immer eine Nachricht. Keine Ahnung, woher das kommt. Da kriege ich die 1 einfach nicht mehr weg, aber ich kann das eigentlich nicht sehen, wenn da Zahlen stehen. Das ist ein Donker, ey. Ich gehe meistens sofort drauf, wenn ich eben merke, dass das da ist. Ich kann es nicht haben, wenn da überall Zahlen stehen und du möglicherweise irgendwas Wichtiges sogar noch verpasst hast. Ich bin jemand, der guckt eigentlich, sobald er es eben auf seinem Handy sieht, dass da was ist, guckt er nach. Bleiben wohl beim Handy und den Apps. Jetzt haben wir es hier, seid ihr die Menschen, die alle Apps einzeln auf ihrem Handy haben oder habt ihr sie in verschiedene Ordner angelegt? Bei mir ist jetzt das folgende, auf meiner Startseite sind alles Ordner, aber auf den Folgeseiten sind es einzelne Apps. Weil wenn man eine App ganz schnell braucht, dann tut man sie natürlich irgendwo vorne auf die Startbildschirme. Und wenn man dann noch in den Ordner reingehen muss, ist mir ein bisschen zeitraubend, ist jetzt zwar nicht mega anstrengend oder sowas, aber manchmal ist es auch gut, wenn man einfach ein paar Apps einzeln hat. Und wenn ich irgendwelche Apps eben mal schneller brauche, dann habe ich sie einzeln auf dem Bildschirm. Wenn ich sie nicht so schnell brauche, dann mache ich es schön geordnet in Ordnern. Deswegen wähle ich jetzt hier die Ordner aus, weil eigentlich habe ich es schon ganz gern in Ordnern. Oh, sehr, sehr ausgeglichen. Ein Ticken mehr haben es die einzeln die Sachen drauf. Ich verstehe beide Seiten, wie gesagt. Deswegen finde ich das Ergebnis hier echt gut.
was wirklich ziemlich ausgeglichen ist. Kommen wir nochmal zum Thema Bücher. Wie gesagt, die meisten lesen heutzutage keine Bücher mehr. Aber ihr musstet bestimmt schon mal irgendwelche Bücher lesen. Und habt euch dann auch nicht gedacht, ich schmeiße sie jetzt weg. Und habt sie irgendwo eingeordnet. So, wie macht ihr das jetzt? Von klein nach groß oder irgendwie? Und ich muss sagen, ich mach's irgendwie. Ich habe jetzt ein Buch, hab's gelesen, rein ins Regal. Nächste Buch, rein ins Regal. Und ich gucke jetzt nicht, wo ist das große, klein. Ich mache das einfach irgendwie. Ja, hier ist auch relativ ausgeglichen, aber die meisten machen es auch einfach irgendwie. An der Tankstelle, ja. Guckt ihr, dass ihr genau auf eine bestimmte Literanzahl kommt? Oder guckt ihr auf den Preis? Und ich glaube, jeder guckt auf den Preis. Es guckt doch keiner so nach dem Motto, ja, ich mache jetzt mal 10 Liter rein. Egal, wie viel es kostet. Nein, doch. Ich denke, ihr geht eher zur Tankstelle und sagt, ich tanke heute mal für 30 Euro. Es gibt auch Menschen, die tanken immer voll. Erstens mache ich das auch, muss ich zugeben. Aber wenn ich mal nicht voll tanke, denke ich mir, okay, heute tankst du mal für 30 Euro oder ähnliches. Das machen die meisten, dass sie eher auf den Preis achten, als auf die Füllmenge. Ja, auch die Mehrheit, wenn ihr einen Toast esst und es euch durchschneidet, was ich meistens nie mache, aber wenn ihr es euch durchschneidet, wie schneidet ihr durch? Gerade oder quer? Und ich muss sagen, ich finde quer zwar viel, viel cooler, aber ich habe von zu Hause irgendwie gelernt, in der Mitte. Und da ich so gelernt habe, mache ich es so auch. Obwohl ich selbst sagen muss, ich finde quer eigentlich cooler. Aber ich habe es irgendwie so gelernt und wenn ich es dann mal durchschneide, schneide ich es in der Mitte einfach durch. Es sei denn, ich mache es im Sandwich-Toaster, weil der hat so eine schöne Schrägding da drin. Da ist es dann automatisch schon schräg. Aber ansonsten, wenn ich es durchschneiden würde, was ich ja eh meistens nicht mache, wäre es aber in der Mitte. Und ja, ist auch eine leichte Mehrheit. Dann Serien schauen. Wer schaut nicht gerne Serien? Doch wo guckt ihr die Serien? Auf dem TV oder auf dem Laptop? Und da ich eigentlich 24/7 mein Laptop anhabe, menschlich gesehen ziemlich abstoßend, benutze ich ihn meistens auch und schaue die Serien auf dem Laptop. Allerdings würde ich es vielleicht sogar öfters mal im Fernsehen machen, wenn sich meine PlayStation mit meiner WLAN-Box verbinden würde. Nur, das funktioniert nicht so ganz. Deswegen wollte ich den Vertrag auch eigentlich kündigen, ist aber nicht drin. Naja, machen auch die meisten. Welche Kopfhörer? Das ist schon wieder so eine schwierige Frage, weil wenn ich rausgehe oder hier ein Video drehe, benutze ich die kleinen Kopfhörer. Allerdings, wenn ich einfach nur so auf dem PC sitze und Musik hören will oder Filme schauen will, dann benutze ich meine großen Kopfhörer. Dann stört es mich nicht. Ich finde, große Kopfhörer sieht meistens scheiße aus, sage ich ganz ehrlich. Aber wenn mich eh keiner sieht, kann ich auch die großen anziehen. Also habe ich öfters auch die großen dann an. Dachte ich mir schon, dass die meisten eigentlich die kleinen anhaben. So, Caps. Ja, ich muss sagen, früher habe ich eigentlich immer das linke gehabt. Ich habe den Schirm vorne gehabt. Mittlerweile mag ich es nicht mehr gerne. Ich habe den Schirm eigentlich immer hinten. So einen Scheiß. Links ist eigentlich Freddy-Style, wobei er hat mehr schief. Und ich habe die eigentlich, wenn ich so andersherum auf habe, auch eher schief. Aber ich habe sie meistens schon andersherum auf. Wie gesagt, früher war es meistens normal. Und heutzutage mache ich es andersherum. Die meisten machen es aber normal. Das war jetzt eigentlich auch nicht wirklich überraschend. Ach, und das Letzte. Ich feiere es. Wie macht ihr die Toilettenrolle drauf? Richtig rum oder falsch rum? Weil links ist eigentlich falsch. Jetzt muss ich sagen, ich kann da eigentlich auch keine genaue Antwort geben, weil ich mach's mal so, mal so. Leck mich doch am Arsch! Allerdings versuche ich meistens schon, es richtig rum zu machen. Nur meistens bin ich zu faul, wenn es schon falsch rum drauf hängt, es jetzt nochmal umzudrehen. Auch wenn das kein Akt ist, wirklich gar kein Akt. Aber dann lasse ich es meistens so. Aber ich versuche meistens schon richtig rum zu machen. Also kann ich ja ruhig das Rechte nehmen, weil ich es zumindest versuche, richtig rum zu machen. Ja, auch sehr deutlich machen die meisten es richtig rum. So, das war auch schon die letzte Frage. Ich hoffe, ihr habt mitgemacht. Wie gesagt, ihr könnt es mir gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr möchtet. Und ich hoffe natürlich, dass euch das Video gefallen hat. Wenn es euch gefallen hat, dann zeigt doch gerne mit dem Daumen nach oben. Hier sind jetzt nochmal zwei alte Videos von mir eingeblendet. Könnt ihr draufklicken, sind sehr, sehr interessant. Und dann könnt ihr mich hier gerne auch kostenlos abonnieren und die Glocke aktivieren, um keine weiteren Videos zu verpassen. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Video. Wir sehen uns in den 90ern. Bye, bye.